Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute mit Tuning. Und zwar habe ich ein originales Tuning-Teil. Ich würde sagen, es ist aus den 90ern. Die Audi 80-Fahrer unter euch, die das damals vielleicht auch getunt haben oder heute noch tunen, kennen das vielleicht. Das habe ich vor 2 Jahren circa von einem Zuschauer bekommen und nicht benutzt. Wird bei eBay gerade gehandelt. 300, 400 Euro, also gefühlt Fahrzeugwert verdoppelt. Es gibt einen kleinen Haken daran. Das Teil ist ein bisschen beschädigt, das werden wir gleich reparieren. Bin gespannt, ob das klappt und ob das überhaupt besser aussieht. Das ist der aktuelle Stand. Hier ist quasi Rückleuchte, Rückwärtsgang, Kennzeichen. Und das wird dann komplett rot sein. Das ist zumindest der Plan. Das sieht dann so ähnlich aus wie beim Audi Coupé. Beim Audi Coupé ist hier quasi schon eine Rückleuchte integriert, also serienmäßig. Und das ist quasi das Mittelteil, nur halt für die Limo. Jetzt gibt es natürlich ein paar, die sagen, oh Micha, ich hätte richtig krasses Tuning erwartet, mal Weber-Vergaser drauf oder Turbo direkt. Nein, wir fangen klein an. So sieht das Innenleben aus. Boah, ich sag dir ehrlich, die hat einen richtig guten Zustand auch, ne? Dann habe ich es ausgepackt, sehe das hier, dann habe ich das so rausgenommen und dachte mir, ey, das sieht aus wie neu. Es gibt nur einen Haken. Ich habe dieses kleine Teil hier auch im Karton gesehen. Und dachte mir, das ist bestimmt kein Ersatzteil dafür. Das ist irgendwo abgebrochen. Genau an der Stelle hier. Und wir müssen das jetzt irgendwie montieren und dann werden wir es gleich verbauen. Wenn alles gut läuft, wird das gleich ungefähr so da drin sitzen. Mit komplett roten Rückleuchten wäre es mega. Nur die Frage, was dann mit TÜV ist. Hat das TÜV? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Okay. TÜV frei. Dicker Stempel, rhein-westfälischer TÜV frei. Mit TÜV-Prüfbericht. Sazex via Privata delle Industrie, Nova Milanese, Milano, Italy. Das kann man eigentlich direkt ins Handschuh fassen. Ja. Okay, jetzt ist die Frage, wie groß ist die Chance, dass wir mit dieser Fläche das Teil reparieren? Hier ist nicht viel Fleisch, weißt du, was ich meine? Wir haben nur die Fläche. Ja? Ich zeige dir mal, was ich gekauft habe. Uhu Plus Sofort 2K Epoxidkleber. Stark belastbar, 2 Minuten verarbeitbar, nach 5 Minuten fest, für Metalle, Stein, Beton, Porzellan, Holz, Glas, viele Kunststoffe. Klebt euch damit auf die A45. Meint ihr, diese ganzen Klima-Kleber benutzen wenigstens 2K-Kleber? So, hier ist einmal das weibliche Stück. Einmal das männliche Stück. Das ist unser Behälter. Achtung, kann allergische Hautreaktionen verursachen. Der Kleber ist super. Aber bitte sauber auftragen und Überstände sofort reinigen und nur so viel anrühren wie nötig. Uwe, machen wir. Also, wir machen erstmal einen Probekleber und kleben irgendwas an die Wand. Mhm. Und wenn das an der Wand klebt nach 3 Minuten, dann werden wir uns daran wagen, okay? Wieso an die Wand? Ein Streifen männlich, ein Streifen weiblich. Ja, perfekt. Zählt. Ungefähr die gleiche Menge. Jetzt brauchen wir was zum an die Wand kleben. Jetzt nehme ich das hier. Ich habe jetzt nicht so viel genommen. Das ist einfach nur ein Probeklebstrich, damit wir wissen, ob wir hier überhaupt vernünftige Materialien haben. So, ich habe das sauber und ordentlich verteilt. Ich lasse jetzt schon mal los. Wir warten noch 2 Minuten. Ja, dann gucken wir. Wir haben jetzt 21.11 Uhr. Das sind offiziell 6 Minuten. Jetzt testen wir, wie wir das belasten können, ob das überhaupt was gebracht hat. Ja. Ach du Scheiße. Jetzt ist der Kleber hier drauf. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Wenn man sich schönreden will, dann heißt das, der Kleber hält. Ja. Nur der Deckel hat nicht gehalten. Ja gut, die Feuertaufe hat jetzt geklappt. Wir machen das jetzt. Jetzt verrühre ich das. Ich mache das jetzt mit so einer Abstreiftechnik. Die habe ich mir gerade ausgedacht. Boah, ich habe viel zu viel. Denk dran, du hast nur 2 Minuten. Ja, ich mach. Ob das hält am Ende. Okay, und das jetzt so da dran.
rein theoretisch ist das jetzt repariert. Krass, es hält echt nicht schlecht. Das hält übertrieben gut. Für so einen Schrott, den wir gerade gemacht haben. Sollen wir vielleicht ein Vorher-Nachher machen? Ja. Komm, das ist vielleicht echt interessant. Vorher? Sag nochmal. Vorher? Ich weiß nicht, ob das schon mal verbaut war. Ehrlich gesagt sieht es nicht so aus, weil, guck mal, hier sind ja noch die Klebestreifen. Ich weiß nicht, ob die original sind oder ob der Besitzer das quasi für mich nochmal draufgepackt hat. Hier sind Klebestreifen. Boah. So wird's aussehen. Das ist fett. Findest du es cool? Das sieht so fett aus. Ja, es sieht dominant aus. Darfst nicht vergessen, hier ist ja auch eigentlich noch ein Kennzeichen. Ja. Irgendwie hat das was. Ja. Ah, wir haben ein kleines Problem. Was denn? Hier ist Rost und hier ist Rost. Der Vorbesitzer, also oder die Vorbesitzerin, hat wahrscheinlich eine falsche Kennzeichenhalterung benutzt und die ist dann hier auf den Lack. Die hat da irgendwie gekratzt oder hat Kontakt gehabt und dadurch hat sich der Lack gelöst und dann kam Rost drauf. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir diese Blende drauf machen, dann ignorieren wir das Problem. Ich würde aber gerne, ehrlich gesagt, das irgendwie ein bisschen langlebiger machen. Kurze Werbeunterbrechung, falls ihr Bock habt, bei Autodoc 5% zu sparen, ist das möglich mit dem Code Czerzewicz. Einfach beim Einkaufen im Einkaufswagen eingeben, dann bekommt ihr 5% auf Ersatzteile, zum Beispiel für einen Oldtimer oder auch nicht einen Oldtimer. Einfach mal ausprobieren. Wir sind offizieller Partner. Let's go! Wir schrauben das jetzt einfach provisorisch drauf. Und wenn David kommt das nächste Mal, machen wir den Rost hier weg an den beiden Stellen. Und dann ist das auch ordentlich. Dann ist das ausnahmsweise mal kein Fusch hier, weißt du? Ja, so. Hältst du? Ja. Scheiße, wir brauchen Muttern. Das könnte vielleicht passen. Das passt nicht mit Kennzeichenhalter. Andersrum, wie macht man das mit dem Kennzeichen, wenn es nicht... Warte mal. Wo machst du das? Ich habe beim Coupé geguckt, wie das da gemacht ist. Ach so. Und beim Coupé sind so Klebekennzeichenhalter. Die greifen von hinten quasi so aufs Kennzeichen. Ach so, kurz. Und dann werden, genau, dann werden die so geschraubt. Und das sieht auch schicker aus. Und ich glaube, das machen wir in dem Fall auch. Scheiße, die habe ich aber nicht da jetzt. In der Kennzeichenunterlage sind Unterlegscheiben aus Kunststoff zum Rausdrücken. Hier. Oh mein Gott. Die sind perfekt. Perfekt. Ich habe jetzt das Kennzeichen von vorne einfach genommen, nur zum Testen. So würde das ungefähr mit Kennzeichen aussehen. Ey, ich find's geil. Ohne Scheiß. Ich war am Anfang, war ich mir nicht sicher. Was sagt ihr, Leute? Ich würde sagen, es ist fast einstimmig. Besser als vorher. Wie viel PS bringt das? Besser als vorher. Richtig geil. Locker 5 PS. Sieht gut aus. Maschallah, einfach die Hübsche. Hat auf jeden Fall was. Besser hat was. Top. Cool. Ich glaube, das ist wirklich Tuning, was wir heute gemacht haben. Kann man nicht anders sagen. Sie. Weil David, du bist ja Lackiermeister und Rostexperte und wir haben Rost entdeckt und ich will ja hier keinen Fusch machen. Das heißt, wir machen diese Blende jetzt ab. Und fuschen den Rost weg. Aber erstmal, bevor wir das abmachen, deine Meinung zu dieser Blende? Sieht gut aus. Ja, aber ja, guck mal, nicht überall. Guck mal, wenn du genau in den in diesen Riss reinguckst. Du siehst ja diese Rostporen. Das ist alles nur oberflächlich, das ist so Flugrost. Aber kann sich Flugrost nicht auch verbreiten? Ja. Wenn sich das so schnell verbreiten würde, dann wäre die Heckklappe schon durch. Wir schleifen das jetzt ein bisschen aus und dann wir machen wir mit dem Pinsel so ein bisschen Farbung drüber und dann ist das schon okay so. Und dann kommst du perfekt hier so. Siehst du? Guck mal, das Blech da drunter ist heile. Das ist nur so oberflächlicher Flugrost. Hier kannst du ja weitermachen. Mhm. Junge, was machst du denn? Da ist noch ein bisschen was. Ja, bin ich noch nicht fertig. Aber hier, guck mal,
Wo hast du den Handschuh? Ich verwandle mich zu Hulk, Alter. Das Geräusch kenne ich von meinem Zahnarzt. Ich bin da gleich so ein bisschen Farbe drüber und fertig, weil die Blende drüber kommt. Oder wenn du es wissen willst, dann machen wir hier auch diese Geschichte, diese Schaumstoffgeschichte hier ab, schleifen das alles runter und lackieren das vernünftig. Also wichtig, wenn irgendwann du sagst, boah, ich habe keinen Bock mehr auf die Blende, das sieht voll scheiße aus, dann machen wir das nochmal vernünftig. Okay. Das wird eh nicht durchrutschen. Also jetzt machen wir ein bisschen provisorisch. Ja, ich habe ja auch schon Grundierung gefunden. Oh gut, dann mache ich jetzt schnell Durchgang, weil das muss ja nicht super schön sein, das muss nur halten. Ne? Ach, ja. Dickschichtgrundierung, 1K. Mhm. Haben wir das Fahrzeug jetzt aufgewertet oder abgewertet? Nein, du hast nichts verändert gefühlt. Weil das ist jetzt eigentlich Käse, was wir hier machen. Aber haben wir auch immer was Sinnvolles hier gemacht? Nochmal an alle ausführlich und deutlich. Das, was ihr hier seht, das ist keine professionelle Lackdefektbeseitigung oder Rostbeseitigung. Das ist jetzt nur auf eine Schnelle gemacht, damit der Herr heute Nacht gut schlafen kann. Nicht nachmachen, ja? Wenn ihr das machen wollt, vernünftig alles runterschleifen, Rostumwandler drauf, Grundierung, Farbe, Klarlack. Amen. Gesagt. Jetzt ist es raus. Ich find's cool. Und ich sag dir mit einem geilen Kennzeichen drauf, der wird voll geil aussehen. Cool. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ob ihr sagt, dass das irgendwie aussieht wie billiges Tuning oder sagt ihr, ey, das ist Kult, das ist 80er Jahre, 90er Jahre oder wahrscheinlich eher 90er. Wir sind raus für heute. Danke fürs Zugucken. Abonniert den Kanal auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Hab euch lieb. Haut rein.